Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilda. Genau, wir sind jetzt hier. Ja, der Tag hat angefangen. Wo komme ich hier wieder raus? Da kommen wir raus. Mit dem einfachen Weg. Mach das. Oh. Ja, hier gehe ich nicht raus. Alle oder was? Ja. Ah. Ja, wir haben uns entschlossen, wir gucken uns hier erstmal die anderen Häuser an, bevor ich irgendwas mache. Warte mal, ich esse erstmal was. Oder trinken? Muss ich was? Nö. Wasser und Essen. Aber ich nehme nochmal eine Schmerztablette. Vielleicht hilft mir das ein bisschen. Oh, das ist ja gar nicht mein Fahrzeug. Zum Hochheilen? Ja. Das stimmt. Kann man das Fass dann benutzen? Nee, ne? Wo warst du denn noch? Also hier jetzt die ersten vier Gebäude, von wo wir herkommen, die waren wir. Okay. Die nächsten zwei links und zwei rechts, da habe ich noch nicht reingeguckt. Okay. Welche will man zuerst gucken? Rechts. Rechts? Okay. Sieht sehr friedlich aus hier mit dem Campingkram. Nette Veranda. Oh, Kleber. Hier wird was angeleuchtet. Bin angeleuchtet. Ah, da kommt man hoch. Aufpassen wegen Vögel. Scheiße. Komm her, du scheiß Vogel. Hinter dir, hinter dir. Jetzt haben wir sie geweckt. Aber ist nicht schlimm. Aber hier versteckt sich kein Vogel mehr. Das andere Haus sieht ja cool aus mit dem Glasdach. Ich glaube, das ist eher ein Dachstuhl, oder? Das ist noch nicht fertig gebaut oder so. Ah, das kann sein. Ich dachte, es wäre Glas. Nimmst du die Vögel auseinander oder soll ich sie auseinandernehmen? Och, nimm du sie auseinander. Weil es sind ja immerhin Federn, die brauchen wir auch für Bolzen. Das ist ja wichtig. Drecksviecher. Bist du jemand Schnelles? So, als ob du schnell wärst. Kann man sie von hier oben töten? Wo bist du denn? Bist du runtergegangen? Ja. Okay. Na los, komm doch her hier. Okay, du bist nicht schnell. Oh, hier ist ein Auto, da fährt gleich mal drauf. So. Vorsicht, da kommt eine Stelle auf dich zu. Okay. Ach, die kann hüpfen. Stimmt ja. Aua! Wieso hast du mich erreicht? Hast du? Gut. Ja. Da sind noch mehr. Ich höre sie noch. Ja, aber die... Gib mir die Pfeile wieder, du Gierlappen, Banker, du. Schnösel mit Anzug. Ah, ein Bild. Ich kümmere mich mal um die Waffenteile hier auf dem Tisch. Mach das. Oh, das ist ein Bolzen. Willst du gleich 15 Bolzen haben? Och ja. Warte, warte, warte. Hier. Bolzen, 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 Bolzen. Da. Das kann man gleich zerlegen. Ich hab ne man kann auch Steinbolzen. Oh, ich habe eine Spike-Mod für den Baseballschläger. Oh, schön. Das ist schön. Das hat sich sowas von gelohnt, das hier. Mein Baseballschläger freut sich schon drauf. Da ist eine, genau, hast du entdeckt. Mach mal das Bild weg. Das Bild muss auch weg. Und da ist ein Koffer. Oh, schwarze Farbe. Cool.
Hm, Sonnenbrille, cool. It's cool, man. Eisenbolzen, ich sammle die mal ein, bevor sie weg sind. Mhm. Oh, Stahlbolzen. Ich habe noch ein paar Steroide gefunden. Cool. Was bringen die nochmal? Keine Ahnung. Machen die Muskeln oder so? Wahrscheinlich. Ah, hinterm Häuptling war ein muffiger Rucksack. Bring mir mal durch. Ja, ich gehe ja schon. Ah, Papier brauchen wir nicht. Noch mehr Munition. Habe ich auch gefunden. Geht's da weiter auf dem Klo? Aua. Nee, aber das ist doch Mission gewesen. Bottle of Acid. Bottle of Acid. Acid, Acid. Boah, passt schon. Ich trinke jetzt erstmal was. Ich habe auch Bottle of Acid gefunden. Hm. Auf dem Dach waren wir ja schon, ne? Jo. Da sind wir ja quasi durch. Den Keller habe ich hier nicht gesehen, und du? Ja, und ich bin voll. Du bist voll. Ja, also ein bisschen was können wir wieder zusammenpacken. Zum Beispiel diese Säure. Erstmal muss ich meinen Baseballschläger modifizieren. Mach das. Yeah, ein roter Stachel. So, dann muss ich eine Sonnenbrille nehmen, weil ich cool bin. Yeah. Ich habe ein Muskelshirt, das bringt... Cool. Brauchst du das vielleicht? Macht das ein bisschen weniger heiß? Ja. Minus, dann ja. Warte, minus... ich komm mal. Ich dachte, ich hole das Moped mal ein bisschen näher ran. Dann hole ich seins mal. Warum wird mir jetzt auf einmal warm? Doch nur die Sonnenbrille genommen. Oder ist es einfach, weil jetzt irgendwie eine Zeit X um ist, Ach, das ist deins. Ich hab... Vielleicht auch, weil wir jetzt gerade in die Sonne gegangen sind. Also du hast Munition, 9mm, ne? Ja. Mechanical Parts auch? Ja. Warte, dann hier. Ich habe hier Säurebottles. Ja, warte, kannst du mir gleich geben. Hier sind noch zwei Bolzen. Und dann gib mir die Bottle auf Säure. Und Glaskrug, ja, liegt da schon auf dem Boden. Glaskrug. Papier braucht man, brauchen wir nicht. Brauchst du hier Kleber? Warte. Ja, gib mal Kleber, wenn du hast. Hier liegt nur 9mm Patronen und so. Mal aufheben. Noch was anderes Papier, das kannst du liegen lassen, brauchen wir nicht. Okay, dann habe ich wieder ein bisschen Platz. So. Achso. Und ich würde gerne reingehen, mir ist nämlich warm. Das Muskelshirt wollte ich dir noch geben. Ach so, ja. Hier. Ach, das Flashlight Stufe 2 kann ich auch mal zerlegen. Wir haben schon. Oh, ich kann das Modifier fein. Ich mal das schwarz an. Oh. Das war das rechte Haus. Dann gehe ich schon mal zum linken. Ah, viel besser. Wie sehe ich denn jetzt aus mit dem... Na okay, man sieht das nicht unter den ganzen Klamotten. Nee, du hast immer noch irgendwie so eine dicke Panzerung oder so. Ja, aber ist trotzdem besser. So, in dem waren wir gerade, das heißt, jetzt ist hier. Achso, ich hätte das... Na gut, dann machen wir jetzt mal die Seite fertig. Sieht aber auch cool aus, also... Das ist doch das mit diesem Dach. Genau. Noch mehr Holz. Oh, Yucca, ganz viel Yucca sicher drin. Oder? Bogen. Tommy! Lass rausgehen! Wollte hier nur mal gleich einen auf den Kopf zielen, da kommen mehrere. Nicht hauen, ich haue euch hier. Oi, die springt hier richtig rüber. Zack! Komm ey, ich muss. Das ist ja auch einer. Mr. Bass! Mr. Bass! Mr. Bass! Mr. Bass schlägt zu Mr. Bass! Ach, hast du das auch mit dem Kopf gesehen? Ja, natürlich habe ich gesehen. Ach, ich liebe es. Oh, Yucca! Mr. Bass. Yucca, Aloe Vera. Ja, da kümmere ich mich drum. Okay,
checke. Oh, da ist ein Fetti. Nicht, dass die Pflanzen kaputt hauen. Dann nehme ich die lieber selber weg. Ja, das bringt mich viel. Fetti ist gut. Ah, hier hinter. Gibt noch ein paar. Oh, einer ist irgendwie durchgekommen. Na, treffe ich das andere Auge noch? Ah, nee, schade. Och Mist, ich wollte unbedingt noch das andere Auge treffen. Tut mir leid. Oh, Baseballmütze. Noch mehr Pflanzen. Ohne Baseballmütze ist wirklich gut. Bringt was gegen... Gegen Heat Resist, minus 4. Boah. Kartoffelpflanze. Kartoffelpflanze ist gut. Nehme ich auch gleich. Wird alles abgeerntet hier. Oh, scheiße, lass mich ernten. Ich krieg doch mehr aus einem. Ah, das wusste ich nicht. Scheiße. Ich habe auch nicht dran gedacht. Zu spät. Ja, jetzt habe ich schon alles abgeerntet. Ich habe nur 2 Kartoffelchen gekriegt. Ach. Fuck. Gut, Pflanzen, du bist die Pflanzenflüsterin. Ah, so ein Haus könnte ich auch nochmal. Oh, hier ist ein Ledermantel noch. Ja, in der Mitte, ich hab noch keinen. Oh, sind wir auch schon mit dem Gebäude durch, ne? Auch kein Keller. Ja, irgendwo außen. Also, es ist echt cooles Gewächshaus, also. Hm. So ein Gebäude hätten wir gerne für uns, oder? Kannst du schön in den Pflanzen pflanzen. So ein Privatgewächshaus. Genau. Aber hier von den wildwachsenden Pflanzen kriege ich auch nur eins. Also ich kriege tatsächlich nur mehr, wenn ich sie selber angepflanzt habe. Okay, dann... Ja, bevor wir abhauen, würde ich dann hier sowieso nochmal alles Yucca und Aloe Vera, was hier ist, alles zerhacken. Also ich bin übrigens wieder voll. Ich nicht. Na gut, dann gehe ich hier schon mal in das vorletzte Haus hier hinten rein. Das sieht auch ganz normal aus. Haben wir nur noch 2 Gebäude vor uns und dann sind wir fetch hier. So. Hallo, ich bin's, der Heinrich, und hier ist schon was im Weg. Oh. Steh auf. Ah, treffe ich das andere Auge? Nee, das war der Hals, verdammt. Oh, das sah gut aus, das sah gut aus. Dreh ich mal um. Oh. Komme zu dir, Heinrich! Achso, du bist von hinten, oder? Genau. Oh, hi! Oh, der ist tot. Hat er mich erwischt? Alter! Er hat mir die Knochen gebrochen! Ui! Sackgesicht! Komm ich gleich mal wieder, ich muss erstmal zu meinem Wagen. Da habe ich was gegen gebrochene. Hab ja extra was mitgebracht. Kluger Junge. Das ist der, der auf dem Boden lag. Der hat mir einfach mal so Beinchen gebrochen. Ganz schön frech, muss ich sagen. Ups, nein, die Kartoffeln wollte ich behalten. Aua! Arschloch! Na, du sagst es. Ich esse erstmal was. So. Nieder mit den Bodenzombies! Genau. Hauen die echt einen die Beine kaputt?
Ich habe ihn getötet für dich. Das ist ganz Ich habe dich gerecht. So, deine Knochen. Oh, Yucca Seed. Ich mit. Ich bin so überladen, laden, laden. Ich bin total überladen. Du, 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 du. Aua! Au, au, wieso verblute ich? Was ist da? Was zur Hölle? Ich hab grad ein Bild kaputt gehauen und auf einmal war ich am Verbluten. Das Bild war verflucht. Ich glaube auch. Ein Fluchbild. So, ich habe Tools gefunden. Eine Kiste, was ist drin? Oh, Holz. Ein Tresor. Also man darf nicht zu nah an den Bildern sein, wenn man die runterhaut. Ach, hier die ganzen Werkzeuge, die bringen einen doch gar nichts mehr. Die haben schon viel, viel bessere. Die kann man alle zerlegen. So, ich komme mit dem Safe. Und ich habe noch einen Ledermantel gefunden. Ich weiß nicht, ob wir schon einen hatten zu Hause. Ja, einen haben wir. Dann kannst du den besseren ja wegschmeißen. Den schlechteren. Den besseren behalten wir besser. Da geht's nach oben. Dachboden. Ups. Na los. Auf da. Irgendwas mit radioaktive Mod. Geigerzähler oder sowas. Scheiße, ich hänge hier fest. Und hier ist ein Zombie. Scheiße. Bist du denn? Bist du außerhalb des Gebäudes oder in. Ach, da. Hallo! Oh, danke. Wegen dir habe ich einen Levelaufstieg gehabt. Da hängt man einfach. Ups. Wollte hier die Ecke weghauen. Das ist auch gut. Ah! Bin ich hier. Ätzend. Und? Kommt man da hoch? Noch nicht. Ich arbeite dran. Ach, das ist das Problem. Seitenbalken. Scheiß Seitenbalken. Juhu! Voll der lange Schlauch. Kann eigentlich sein, dass hier nichts ist. Aber ich würde mich jetzt demnächst auf den Weg zurück machen. Ein Gebäude haben wir noch. Bin voll! Also wirklich voll! Ja. Nicht ganz voll. Aber. Kannst ja Deckung geben. Ich will nur mal gucken, was da drin ist. Hier auf dem Dach ist nischt. Gut. Spring mal runter, hast du die Beine gebrochen? Nö. Gut. Ach, hast du schon gut. Wir haben nur das eine Gebäude hier und dann sind wir durch. Das sieht auch cool aus, hier mit den Schrottautos. Sieht doch schon richtig einladend aus hier. Da ist ein Loch. Musst du rüberspringen. Okay. Trink Flüssigkeit. Wo ist denn hier der Eingang? Weiß ich nicht, unten irgendwo. Ich trinke erstmal Flüssigkeit. Trink mal Flüssigkeit. Ah, hier sind doch bestimmt Vögel auf dem Dach, oder? Ich hab keine gesehen. Oh, ja.
Nummer 1. Ah, hier ist, glaube ich, ein Eingang. Nummer 2. Nur tote Vögel sind gute Vögel. So, wo ist man? Jo, hier ist der Eingang. Ah, ich komme dann von oben. Gammelfleisch, weg. Ah. Kommen die denn alle her? Ey, lass die Bücherregale heile, ihr Schweine. Ah, hier ist ein Schneller. Oh, ja, der kommt auf. Hast du? Noch nicht. Oh, jetzt kommt er auf mich zu. Aua! Aua, Scheiße! Nein! Ich dachte, du schaffst den. Das dachte ich auch! Du hast ihn aber noch gekillt. Ach, toll. Wolltest du nur sagen. Oh, Chemiestation funktioniert. Tja, das Bike kannst du ja mitnehmen, oder? Mhm. Ich glaube, das mache ich erst am nächsten Tag. Sicher? Na gut, ich kann es versuchen. Also wir können dann hier nochmal übernachten und dann zurückfahren am nächsten Tag. Ein einziger. Toll, mir ist kalt übrigens. Oh, ich habe eine Mütze für dich gefunden. Das ist wirklich schade, aber naja, passiert. Bin ja auch schon sehr häufig gestorben. Bin gerade mutig, ich fahre ein bisschen querfeld ein. Ja, mach das ruhig. Merke, wir haben auch Zeit sparen. Sammle ich schon mal Yucca ein und vielleicht schaffen wir es. Alu, genau. Oh, hier die Küche haben wir übersehen. Und alles her. Ich kann alles gebrauchen. Farbe nehme ich auch. Gib mir alles. Eisen, ja, klar. Farben nehme ich auch. Ich kann alles gebrauchen. Das ist keine Abkürzung, wie ich fahren kann. Armor Mod. Okay, jetzt sollte ich doch gucken, dass ich zu einer Straße komme, weil das ist das gefährliche Kackbombengebiet. Ja, da bitte nicht abkürzen. Ich bin noch 1,7 Kilometer entfernt. Ja, das geht doch. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Komm, auch das können wir zerlegen. Wenn es einer packt, dann du.
Shoot! Bin bei der Waffenfabrik. Hm. Da kommst du echt gut voran. Papier kann raus. Und schaffen wir es vielleicht sogar noch nach Hause? Könnte man versuchen, aber ich sammle nochmal hier Joghurt. Joghurt time. Du kannst auch nochmal zum Drop düsen. Ja, komm, ich fahr zum Drop. Weiß zwar nicht, wie ich das alles... 6, 7 Pfeile habe ich noch. Oh, okay. Ich fahr zum Drop, komm, da wird doch nichts Tolles. Wenn da was Geiles ist, dann schmeiß ich was anderes raus. So ist es jetzt nicht. So, Drop querfällt ein. Noch 1,3 Kilometer. Ach komm, ich würde dann sagen, wir sind mutig und fahren nach Hause dann. Oh. Scheiße, jetzt sind ja auch Vögel. Ach, hoch. Ist noch weit. Gut, ich rutsche zurück. Ach du Scheiße. Okay. Gut, ich gehe zu Fuß. Dann sammle ich halt noch Yucca und so. Oh, und Sitz? Noch 1 Kilometer. Ja. Ich versuche dann bis dahin wieder zurück zu sein und dann fahren wir. Ich friere übrigens. Ich bin nass, in der Wüste regnet es ausnahmsweise mal. Ja, ja, hier regnet es auch. Noch 800 Meter. Ich bin bei der Essensfabrik. Du schaffst das. Ich höre jemanden. Ich bin total durchgefroren. Kannst du nicht mal aufhören zu regnen? Ich friere mir gerade den Arsch ab. Und ich bin hungrig. Ja, Essen haben wir ja noch genug da. Ja, ich muss aber erst mal kommen. Ja, ich weiß. Oh, und das ist ein Vogel hinter mir her. Aua. Oh. So. Warmes Gebiet. Ich bin im Wüstengebiet. Wird mir hoffentlich gleich wärmer. Irgendwie nicht, hier regnet's. Aber wärmer wird's, ja klar. Jetzt friere ich wenigstens nicht mehr. Ich werde gleich erstmal ganz viel essen. Ham, ham, ham. Schnauze, du Vogel! Tja. Da ist ein Militär oder so ein Zelt. Jetzt ist mir hot. Kannst dich auch nicht entscheiden, was du willst, ne? Hm. Vielleicht ist ja mein Charakter in seinen Wechseljahren. Hm, das kann sein. Und hinter mir ist ein Vogel her und ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Ja. Wo ist mein Zeug? So. Jetzt kann ich mich verteidigen. Bam! Scheiße. Tot du bist, du Vogel. Bitte mal leise sein, ich muss kurz überlegen. Genau, und jetzt kann ich laufen. Ich bin so voll. Ich bin so voll. Du kannst schon nach Hause fahren. Ich laufe auch nur zu meinem Moped und dann kommst du wenigstens rechtzeitig an. Okay. Weil bei mir ist gerade das Problem, ich bin absolut überladen und bin nicht mehr der Schnellste. Ja, ich kenne das Problem. Ich muss nur zu meinem Moped kommen und dann ab straight nach Hause. Ja. So. Wie lange hast du jetzt gebraucht mit dem Fahrrad? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Schade. Mein Moped. Thank you.
brauche gefühlte 5 Stunden, bis ich da, bis beim Moped bin. Ich glaube so 2 oder 3 Stunden müssten das. Ne, 14 Uhr bin ich, glaube ich, gestorben. Schwer zu sagen jetzt. Also 3 bis 4. Mit dem Moped vielleicht schaffen wir es in 2 oder 3. Es wird bei mir knapp. Oh, beweg dich! Habe ich ein Bier? Scheiße, ich hab kein Bier. War denn was Schönes wenigstens in dem Drop drin? Eine Schrotflinte, die ich gleich zerlegt habe, und Essen. Okay. Also ich glaube, sonst war nichts Berauschendes. Okay. Ich glaube noch eine Mod, aber was das jetzt für eine Mod war, habe ich jetzt nicht geguckt. Aua. Kakteen. Hm. Was ist denn mein Moped? Moped? Sag jetzt bitte nicht, dass dein Moped weggeglitscht ist. Ja, ich sehe es nicht mehr. Scheiße. Soll ich zu dir kommen und dir mein Fahrrad geben? Ja. Es ist wirklich weg. Ey, das kannst du nicht... Nein, da war doch das ganze Zeug drin. Ja, alles weg. Nein. Also hier. Also. Hier müsste es sein. Also, ja, das gleiche Problem habe ich ja auch. Das war, nachdem ich versucht hatte, mit dem Ding auf den Berg zu fahren. Ja, und dann habe ich es vom Berg abgestellt gehabt. Ich auch. Man darf es nicht vom Berg abstellen, weil dann glitscht es da rein oder so. Keine Ahnung. Oh nein, da war meine Schaufel drin und so. Eine Schaufel ist jetzt nicht so dramatisch. Oh. Eine Schaufel kann man neu machen. Eine Schaufel ist nicht so schlimm. Ja, das ganze Verbandszeug, oh, was ich gemacht habe. Ich hatte hier irgendwas zwischen 10 bis 20 Erste-Hilfe-Verbände, oh, mitgenommen. Ich habe ja noch welche gemacht unterwegs mit den ganzen... Oh, scheiße. Ey, das ist... Ich bin gleich da bei dir. Weil ich dachte mir gerade, ich schaufe mich jetzt hier einfach mal in den Boden rein. Das ist echt ärgerlich. So, ich stell mein Moped auf der Straße ab. Ja, ich komme dann mal auf die Straße. Da. Wie kann ich das jetzt? Au! 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 Oh, da ist noch ein Schweinchen. Ja, habe ich keine Zeit für. Aua, aua, Hilfe! Ich verblute! Ey! Das kann nicht wahr sein! Hab ihn. Alter, leck mich am Arsch. Ist er tot? Jetzt ist er tot. Wie kann ich das aufstellen, das Fahrrad? Indem du es einfach in dein Menü nimmst und dann... Oh, alles rot. Da ist grün. Oh nein, 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 nein! Fick die Wand und scheiß Backsteine. Fahr mit meinem Moped zurück. Ich lass, warte, ich nehme dein Moped-Fahrrad. Kann ich das wieder aufnehmen? Und ich nehme dein Moped und müsste ein neues Moped bauen. Haben es aber auch diese. Also Mopeds immer an der Straße lassen. Nie wieder am Gebirge. Nein. Nie wieder. Nein. Ja. So, wo muss ich lang? Links, rechts, links, ja. Ah, das war eine. Das ist aber eine Scheißfolge, glaube ich. Frustrierend. Frustrierend, ja. Man hat jetzt so viel gelootet. Oh. Taschen voll gehabt und dann. Scheiße, ey.
so eine elende Scheiße mit der Scheiße hier. Ja. Nicht mehr viel. Oh, durch die Stadt und dann, okay. Ja, eine Stunde habe ich noch. Ich muss aufhören zu überlegen, was alles da drin war. Hm. Mein Febre 1000 Sprit waren auch drin. Na gut. So, dann gehe ich jetzt noch mal ernten. Ja, ernte mal. Denk daran, eine Stunde nur noch, ne? Nicht, dass ja, du... ich bin ja direkt am Haus. Ja gut, ich nicht. Und ich mache mir gerade Sorgen um dich. Um mich brauchst du dir keine Sorgen. Ja, danke, danke. Ich bin schon gestorben. Ich fahre jetzt hier auch nicht mehr spritsparend. Ach, hier muss ich noch durch die Kackstadt, die Löcher hat. Das wäre jetzt ja echt noch der Oberfail, wenn ich da noch reinfahren würde. Oh, bitte lass es nicht mehr sterben. Ja, es ist halt gerade dunkel. Ich sehe ja kaum was. Ein bisschen nebelig. Aber ich weiß ja ungefähr, wo die waren. So. Aus dieser solchen Stadt raus und gleich bin ich auch aus dem da, Kackgebiet raus, aus dem Minengebiet. Aua, aua, oh, ey. Jetzt bringe ich mich noch direkt bei unserem Haus um. Ich sehe es schon. Aber immerhin die White River Supplies, die habe ich behalten. Die habe ich nicht verloren. Hm. Immerhin. Oh, ich hab mal. Alles hier gleich rechts, hier gleich rechts. So, jetzt habe ich das Problem, dass bei der Dunkelheit, man sieht den Weg ja kaum. Da habe ich ja schon, weil bei dem kaputten Gebiet sind ja überall Steine. Das sieht fast alles gleich aus. Ich habe jetzt keinen Bock auf eine Mine zu fahren oder so. Ja, du bist aber auf der Straße. Juhu! Beobachte dich. Ja, das sieht gut aus. Läuft. Jetzt bin ich im verbrannten Gebiet. Jo. Oh. Okay, jetzt beginnt die Nacht. Und mal gucken, ob die jetzt hinter mir herlaufen können. Ich darf da auf jeden Fall morgen noch mal hinfahren und mein Zeug zu holen. Ja. Scheiß Kackvogel. Also die Vögel haben es geschafft, die sind auf Platz 1. Also Hunde finde ich nicht mehr so nervig wie die Vögel. Die Vögel sind echt schlimm. Weil die auch einen so verfolgen. Ja. Grünes Gebiet. Juhu. Oh, dann gehe ich schon mal auf den Balkon und gucke, ob ich dich sehen komme. Kommen sehe. Okay. Und bist du denn da? Dann muss ich gleich rechts abbiegen. Juhu, ich bin bei unserer Brücke. Bin gleich da. Kann's kaum erwarten. Ich sehe die Lampen, ich sehe die Fackeln. Ich sehe das Haus. Ich sehe dich. Ja. Heinrich. Ich fahre nicht zur Garage, ich steige hier gleich. Nein, ist in Ordnung. Gleich hier und. Gott, hoffentlich schaffe ich das mit dem ganzen Gewicht. Geronimo! Und ich bin drauf. Oh. Ich bin gleich zu Hause, zu Hause. Und. Ab, 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 ab. Holzrahmen einkassieren und wir haben es geschafft. Ja, dumme Kuh, kamst zu spät. Kriegst noch einen Pfeil, wenn du willst.
Lebst noch? Gut, ist tot. Jetzt das zweite Mal. Ja, das war sehr frustrierend. Ja. Das war echt hardcore. Ja. Du hast sogar noch einen Pfeil in deiner Hand. Ich sehe bei dir auch komplett angezogen wieder aus. Ne? Zeig mal, wie siehst du denn bei dir aus? Ja, ich bin nackig. Ach so. Bei mir bist du angezogen und hast einen Pfeil in der Hand. Ja, kannst du mal sehen. Yeah, ich hab einen Pfeil. Ich hab einen Pfeil. Yeah, yeah, ich hab einen Pfeil. Ich hab einen Pfeil. Guck mal, Pfeil. Ja. Bam. Auch wenn es jetzt so ein bisschen frustrierend war, die Folge, weil wir viel verloren und viel gestorben sind. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Auch gerade, weil wir so gestorben sind und Sachen verloren haben. Ich habe meinen Köfte verloren. Ja, ein ganzes Minibike. Und wir haben kein Klebeband mehr. Wir brauchen Klebeband. Und die Knochen sind in dem Loot, den ich verloren habe, mit dem wir was machen können. Alles weg. Wir müssen wieder alles suchen. Scheißendreck. Gut, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.